Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder, der NRW über 18. Ich begrüße euch zu meinem nächsten Let's Play. Was wir spielen? Lasst mich kurz nachschauen. Toonstruck! Ja, genau. Ich hab's euch schon in meinem Let's Info angedeutet, dass dieses Spiel kommen wird. Jetzt ist es soweit. Wir sind Mal Block, alias Christopher Lloyd. Ja, und wir werden in ein aufregendes Abenteuer reingezogen. Wir schauen uns jetzt also aber erstmal den Vorspann an. Oder neues Spiel starten, das ist dasselbe, ich weiß es nicht. Gut, wir starten dann das Spiel. Wir sehen jetzt also dann den Vorspann. Ich halte jetzt meine Klappe, wir hören uns nach dem Vorspann wieder. Bis dahin! Hallo? Malblock? Ja? Hier ist die Praxis von Dr. Stern. Ich wollte Sie nur an Ihren Termin morgen früh um 9 erinnern. Okay, vielen Dank. Mr. Block? Ja? Sie haben bereits dreimal einen Termin verpasst. Oh, ja, ich weiß. Das muss ich irgendwie vergessen haben. Tut mir leid. Sparen Sie sich Ihre Entschuldigungen. Wenn Sie morgen punkt 10 Uhr nicht hier sind, dann können Sie sich einen anderen Zahnarzt suchen. Ich verspreche, ich werde so pünktlich sein, dass ich alle meine Verspätungen wieder gut mache. Machen Sie, was Sie wollen, Mr. Block. Nur vergessen Sie nicht noch einmal den Termin. Ja doch, ich bin pünktlich wie ein Bäckerbursche, ich verspreche. Mal, wenn du pünktlich sein willst, wieso bist du dann nicht da? Ups, tut mir leid, Maxi. Ich dachte, du... wo soll ich denn pünktlich sein? Du hattest einen Termin bei Mr. Schmolz vor genau 10 Minuten. Ich bin erledigt. Zu meiner Zeit gab es für eine Verspätung bei Konferenzen mit Vorgesetzten sofort die fristlose Kündigung. Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Ja, sicher, Mr. Schmolz. Es tut mir leid. Nun denn, Ihnen ist sicher klar, dass dieses Jahr der 10. Geburtstag der Fluffy-Schnuckelhäschen-Show stattfindet. Ehrlich gesagt reiten wir da schon lange genug drauf rum. Das Karnickel braucht neuen Schwung, braucht neues Leben, braucht eine belebende Spritze direkt in den Arm. Oh ja, natürlich eine Spritze. Ja, genau. Und da Fluffy Ihr Geschöpf ist, möchte ich, dass Sie persönlich ihr diese Spritze verpassen. Und zwar mit Ihren eigenen Händen. Vielen Dank, Sir. Also, ich sehe das so. Wir erschaffen eine ganze Schar fröhlicher, putziger Häschen, die mit ihr ins Scheinwerferlicht treten. Eine völlig neue Show. Und wir nennen sie Fluffy und ihre Freunde. Wenn ein einzelnes Hoppelvieh eine ganze Firma wie Sam Schmolz 10 Jahre am Leben erhält, dann muss eine Häschenherde doch eine Goldmine sein. 24 karottig. Verstanden? Ja, begnadete Idee, Sir. Genau das, was die Show braucht, Sir. Noch mehr... Häschen. Natürlich ist das eine begnadete Idee. Dafür bekomme ich ja auch die große Knete. Also, worauf warten Sie noch? Tun Sie was. Oh, noch eine Kleinigkeit. Ja, Sir? Ich will die neuen Figuren morgen früh als allererstes auf meinem Schreibtisch sehen. Und diesmal keine Verspätung. Verstanden? Morgen früh. Als allererstes. Ja, Sir. Okay. Hoppelhäschen. Noch mehr süße, nette, freundliche Hoppelhäschen. Häschen, die niedliche Sachen tun, Häschen, die lieb sind, nett zueinander und zu anderen. Das Frühwerk eines sehr jungen, sehr naiven Malblock. Der Junge, der die Welt im Sturm erobern wollte. Flachs, du warst es, kleiner Freund. Die Flachs W. Wildshow hätte wirklich was werden können. Wenn bloß... Ich muss mich auf Häschen konzentrieren. Ich muss mich auf Häschen konzentrieren. Oh.
wieder mal Zeit für die Flappy-Schnuckelhäschen-Show. Oh nein, nein, nein. Was machst du überhaupt um 4 Uhr morgens im Fernsehen? Schon mit Zeichentrickfiguren. Das muss ein Traum sein. Ich muss wieder eingeschlafen sein. Oh, oh Gott, schlafen, mein Termin. Wach auf, mal, wach auf. Verdammt. Flachs? Mal! Was machst du denn hier? Hör mal, Flachs. Ich kann nicht hier sein. Ich meine, ich kann nicht hier bleiben. Es stimmt so einfach nicht. Ich gehöre hier nicht her. Außerdem sitzt mir ein mörderisch wichtiger Abgabetermin im Nacken und ich werde wohl auch lebenslänglich in therapeutische Behandlung müssen. Also bitte, kleb mir eine oder sag, zu Hause ist es am schönsten oder irgendwas, was mich herausbringt, Flachs. Naja, ich meine, wenn dir so viel daran liegt... Willst du damit sagen, du weißt wirklich, wie ich wieder nach Hause kommen kann? Ach was, nein, ich finde ja oft selber nicht nach Hause. Aber ich kenne einen Typen, der dir vielleicht helfen kann. Sie sehen also, König Nick, euer Wunderbarkeit, mal muss wieder nach Hause. Können Sie ihm helfen? Ja, können Sie? Ach, du gute, gute Güte. Du tust mir ja wahnsinnig leid mit deinem ganzen Ärger und so. Natürlich helfe ich dir, nach Hause zu kommen. Sag ich doch. Vielen Dank, Eure Majestät. Es gibt da nur ein ganz winzig kleines Problemchen. Ich erkläre es euch. Wir sind hier, in Niedlingen. Hey, da oben wohne ich. Genau da. Das Trickreich. Ich sehe ja so eine Art Irrenhaus vor der Küste. Aber für mich war es immer ein Zuhause. Zurück zu euch, euer Wohltätigkeit. Danke. Wie gesagt, wir sind hier in Niedlingen, der Heimat der fröhlichen, hilfreichen Niedlinger. Und natürlich ihres guten und gerechten Königs. Das bin ich. Wir waren alle so unheimlich glücklich, bis wir angegriffen wurden von einem sehr, sehr bösen Mann, Graf Widerlus. Ich mag noch nicht einmal ein Bild von jemandem sehen. Wer mag das schon? Widerlus ist der Herrscher des Übellands und seiner schrecklichen Einwohner. Er hat einen Übelator konstruiert. Hey, das Ding hat auf mich geschossen, jawohl! Eine schreckliche, fliegende Waffe, die Widerlus selbst erfunden hat. Der Übelator schießt mit einem kräftigen Strahl, der alles verdirbt, was er berührt. Und alles Süße und Niedliche in Finsteres und Hässliches verwandelt. Daher fürchte ich, Mr. Mal, dass wir erstmal deine Hilfe brauchen, bevor wir dir helfen können. Aber wie könnte ich denn da bloß helfen? Wie? Meine tapferen Spione haben die Baupläne von Widerlus böser, böser Maschine beschafft. Mein königlicher Erfinder baut nach diesen Plänen ein Niklifizierer, ein Gerät, das den von Widerlus angerichteten Schaden rückgängig machen kann. Mr. Mal, bitte. Ich brauche deine Hilfe, um den Niklifizierer fertig zu bauen, damit Widerlus Schreckensherrschaft endet und die Welt wieder ein fröhlicher Ort wird. Und dann, das verspreche ich, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, dass du wieder nach Hause kommst. Keine Sorge, Euer Gutmütigkeit. Wir werden euch retten. Nicht wahr, Mr. Mal? Klar, Eure Hoheit. Ich bin froh, helfen zu können. Absolutlich hervorragend. Vielen Dank, Freunde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet und für mein Königreich. Bevor ihr das Schloss verlasst, schaut noch im Labor vorbei, damit mein Erfinder euch den Niklifizierer erklären kann. Und denkt daran, ganz Niedlingen verlässt sich auf euch.
Ja, ihr Lieben, da hat sich auch wieder meine Katze gemeldet. Das war das Intro zu unserem Spiel. Was steht hier? Die Türen zu König Nix Thronsaal. Ja, genau. Die 10 Minuten sind hier gleich rum. Das war ein sehr langes Intro. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir jetzt hier Schluss. Legen dann im nächsten Teil des Let's Plays so richtig los mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Mit mir, dem NRWB 18, mit Malblock und Flax wie wild. Also dann, bis zum nächsten Teil, NRWB 18. Adieu.